Schönen guten Tag, Luisa Bieber ist hier am Apparat. Spreche ich bitte mit dem Herrn? Ja, Luisa Bieber. Ich spreche jetzt mit dem Herrn Sabautermann. Einen Moment. Hallo, hier klappriger Klabautermann. Wer ist da bitte? Grüß Gott, Herr Klabautermann. Luisa Bieber ist hier am Apparat. Ich melde mich gerade von dem Bitcoin Prophet. Wie geht's Ihnen? Alles gut? Ja, bei mir ist er mal beste Klabauterlaune. Ich verstehe. Ja. Herr Klabautermann, Sie haben ja gerade bei uns angemeldet und ich werde Ihnen ja helfen, damit Sie gleich wie alle unseren Kunden Geld verdienen können. Aber wenn ich fragen darf, wie haben Sie die Registrierung gemacht? War das per Handy oder Computer, Herr Klabautermann? Hindu? Was bitte? Die Anmeldung, haben Sie das per Handy oder Computer gemacht? Nee, schon mit dem Computer, ne? Sie sind im Computer jetzt? Nee, im Computer nicht. Da ist ja nicht genug Platz für einen Menschen. Dann können Sie denn den Handy ja nutzen? Nee, ich hab ja einen Computer, aber ich passe da nicht rein, nicht wahr? Passt ja nicht rein. Können Sie nicht reinpassen? Zu Ihrem Konto bei dem Finibex oder wie? Nee, den Computer drin. Bei dem Computer drin? Ja. Warum denn? Was für ein Problem hat der Computer? Naja, da ist ja im Prinzip nicht genug Raum, dass da ein Mensch halt reinpasst, nicht wahr? Aber der Computer ist eingeschaltet, falls Sie das meinen. Und könnten Sie vielleicht eine Google-Seite öffnen, Herr Klabautermann, oder ja, etwas machen? Können Sie mich nochmal klappriger Klabautermann nennen? Klappriger Klabautermann. Ja, naja, vielen klar. Dank. Super. Und Sie sind ja ein ganz charmanter Mann, Herr Klappriger Klabautermann. Vielen Dank. Danke Ihnen. Ja. Und ich spreche ja noch ganz gern mit Ihnen. Ja, Sie sind ja auch eine sehr nette, ne? Ich habe ja sonst immer so AIDS-verseuchtes Stinktier-Mamas am Telefon, aber Sie scheinen mir schon ganz freundlich zu sein. Danke. Sie auch, Herr Klabautermann. Und ich freue mich, mit Ihnen zu arbeiten und das Ganze jetzt ganz in Ruhe zum Zeigen und so genießen wir noch unser Gespräch. Ja. Herr Klappinger, Klabautermann. Sage ich genau mit dem genauen Akzent? Ja, also ich sage Ihnen das noch. Es heißt Klappriger Klabautermann. Klappriger Klabautermann. Ja. Sie haben einen ganz schönen Namen. Ja, das ist ja ein deutscher Name, ne? Naja, klar. Das verstehe ich ja schon. Aber ist ja ganz schön. Finden Sie? Wie? Finden Sie den Namen gut? Ja, ganz gut, ganz schön. Ja, ich hatte früher mal einen anderen Namen, aber ich musste den Namen wechseln. Ja, ich bin ja im Internet verfolgt worden. Warum denn? Na, ich hab da, sag mal, mich mit den falschen Leuten angelegt und die waren dann wütend auf mich. Und dann habe ich mir halt einen neuen Namen aussuchen müssen. Und dann habe ich gedacht, ich nenne mich Klappriger Klabautermann, weil das halt noch nicht verbraucht ist, nicht wahr? Naja, super haben Sie gemacht. Mir gefällt viel dieser Name. Wenn ich ja fragen darf, wie war Ihr vorheriger Name? Ja, mein voriger Name war Baraka. Baraka Klabautermann? Nein, Mimon Baraka. Ah, okay, Mimon Baraka. Ja. Das ist ja ganz schön, aber Klappringer, Klabautermann gefällt mir mehr eigentlich. Ja, das ist ein toller Name. Ja, genau, Herr Klabautermann. Ja. So, sind Sie jetzt in einem Google-Seite? Nee, soll ich da Google aufmachen? Ja, Google öffnen bitte. Na gut, einen Moment bitte. So, ich habe eine Google-Seite aufgemacht. Hallo? Ja, Moment. Super. Dann werde ich Ihnen den Namen von der Firma geben, damit Sie registrieren können. Okay? Ja, sehr gut. Haben Sie denn im Prinzip auch Zugang zu Buttermilch? Zu was?
Buttermilch? Ja, das ist gut. Ja, oder Muttermilch, je nachdem halt, nicht wahr? Ja, ist ja auch in Ordnung. Bitte, Herr Knappringer, Klabautermann, schreiben Sie in Google den Namen, was ich Ihnen geben werde. Ja. www. F wie Friedrich. Friedrich. Ja, F, den ersten Buchstabe, ich buchstabiere es für Sie. Ja, ja. F wie Friedrich, I wie Ida. Ja, ficken.net. Nee, Finibix, ich sage es für Sie. F wie Frieda, I wie Ida, N wie Nordpol. Ja. I wie Ida nochmal. Ja. V wie Vater. Vater? Ja. I wie Ida. Ja. E wie Emil. Emil, ja. X wie Xantipe.com. .com? Genau. Finivix.com. Was bedeutet denn das? Das ist ja kein deutsches Wort, nicht wahr? Naja, das ist ja der Name von der Firma. Deswegen. Ja, aber was bedeutet das? Ist ja einfach die ersten Buchstaben von dem Unternehmen. Es ist ja eine von den wichtigsten Firmen über den Bitcoin-Bereich, wo sie noch Interesse gezeigt haben. Ja. Finivix. Finivix. Ja, haben Sie es? Ja, ich hab das. Und was für eine Farbe hat noch die Seite? Naja, blau und rot, nicht wahr? Blau und rot, und weiß. Blau und orange. Blau und orange normalerweise. Ja, ich habe eine orange und rot Sehschwäche. Das resultiert aus den ganzen Pizzalieferungen, die ich immer bekommen habe. Wegen der Tomatensauce. Normalerweise steht ja gar keine rote Farbe. Was ist ja das erste Satz, was Sie lesen dort? Das ist auf Englisch, das kann ich nicht lesen. Glaube ich, dass Okay, auf der Ecke verwechseln Sie die Sprache auf Deutsch dann? Verwechseln Sie auch öfter mal die Sprache? Ja, oben bei der Ecke rechts. Da steht, verpassen Sie nie eine Gelegenheit, während Ihre Finanzen wachsen. Das ist aber eine sehr seltsame. Ist das irgend sowas von Konfuzius? Weil nach grammatikal-vertikalen Richtlinien ergibt das ja überhaupt keinen Sinn. Außer man ist halt ein klappriger Klabautermann. So, das bedeutet, verpassen Sie niemals eine solche Möglichkeit, um Geld zu verdienen. Deswegen, klicken Sie bei dem Orange, beginnen Sie mit dem Handel. Ja. Okay, und was kommt nächstens? Da steht Registrierungsformular. Super, dann schreiben Sie bitte Ihren Namen, Nachnamen, E-Mail-Adresse. Ja. So weit und so fort, damit Sie sich registrieren können. Klappriger Klabautermann. Okay, können Sie das mit Ihrem realen Namen ja schreiben, mit dem, was Sie in dem Ausweis haben? Ja, das steht da ja drin. Ah, okay. Das gleiche steht auch bei dem Ausweis. Klappriger Klabautermann, richtig? Ja, natürlich. Okay, super dann. Toll. Und was steht bei Ihnen im Ausweis? Luisa Beber. Ja, aber das ist... Ich habe kein Problem mit meinem Namen gehabt. Bis jetzt. Naja, niemand... Aber Sie hören sich nicht an wie eine Luisa Beber. Was passieren wird. Wo kommen Sie denn her, gebürtig? Ich komme ja aus Italien. Aber da heißen die Leute doch nicht Weber mit Nachnamen. Beber, nicht Weber, Beber. Biber, wie das Tier? Nee, Beber. B-E-B-E-R. Eigentlich, ich habe nur einen deutschen Ursprung. Mein Nachname, der Nachname von meiner Familie war ja vorher Weber. Ach so. Aber wenn meine Oma und
Opas bis, also sind ja nach Italien gefahren. Ja, da haben die den Nachnamen die auch geändert, sehen Sie mal. Ja, die Italiener könnten den Nachnamen ja nicht sagen, Bebe, und die haben es, sie sagen ja immer Bebe, 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 und die haben ja den Nachnamen aus diesem Grund ja noch geändert, also so Herr Klabautermann. Aber, das ist ja großartig. Ah ja, waren Sie schon in Italien? Ist ja ganz wunderbar. Ich lebe ja in Torino, in Norditalien. Dort gibt's ja Weinkellnerei. Vielleicht waren Sie mal dort. Was gibt's da? Weinkellnerei. Verstehe ich nicht. Was ist das bitte? Weine, Weine. Sie müssen weinen. Warum denn? Habe ich was Falsches gesagt? Nee. In meinem Mutterland, also in Italien, wo ich geboren sind und noch erwachsen sind, das ist ja im Norditalien, Torino. Dort bin ich erwachsen und dort hat meine Familie noch ein Weinkellnerei. Ach so. Vielleicht waren sie schon mal dort. Wie heißt das denn? Torino heißt es. In Valle Taloia d'Alba ist es. Ja, Gesundheit. Okay. So denn, haben Sie die Registrierungsformulare ausgefüllt? Ja. Okay, ich wohne ja in Nordkorea, nicht wahr? Ich glaube, Sie wohnen in Germany. Ja, aber ich würde ja am liebsten in Nordkorea wohnen, ne? Weil da ist ja, da gibt's ja keine Internetkriminalität und keine Gangstalker. Naja, ist ja, hat ja auch diesem Land ihre eigenen Schwierigkeiten. Ja, nicht das Ganze ist ja so leicht, wie Sie denken. Also ich würde also sagen, dann gehen wir lieber nach Kasachstan. Kennen Sie die kasachische Nationalhymne? Nee, kenne ich nicht, aber kennen Sie das? Ja, einen Moment bitte. Kasachstan ist das tollste Land in der Welt. Alle anderen Länder werden von kleinen Mädchen regiert. Kasachstan ist das tollste Land in der Welt. Alle anderen Länder sind die Heimat von Schwuchtel. Also das wäre jetzt so die erste Strophe gewesen. Das ist ja ganz schön, denn. Das ist ja wunderbar, aber wieso kennen Sie die Hymne von Kasachstan? Ja, weil das ein tolles Land ist, nicht wahr? Können Sie mir mal die italienische Hymne vorsingen? Naja, könnte ich ja gern, aber... Hymno National, na los. Ja, aber schauen Sie mal, ich bin bei der Arbeit und... Ja, ich auch. Ich bin ja nicht erlaubt, sowas zu machen, sondern der Boss will mir ja schauen und sagen, was machen Sie? Und werde ich noch gekündigt, muss ich ja meine Arbeit machen, deswegen noch auf meine Arbeit ja konzentrieren. Das kann Sie ja keiner kündigen, weil Sie die Nationalhymne singen. Das wäre ja ein Verstoß gegen die Genfer Konvention. Nein. Und den guten Sitten des Meerschweinchenhandels. Oder sollen wir zusammen das Lied von Pokémon singen? Können Sie das? Kennen Sie das auch? Ja. Nee, leider kenne ich ja nicht, aber... Sie können nicht das Lied von Pokémon? Nein. Das ist aber traurig. Da haben Ihre Eltern, da würde ich die aber im Nachgang noch wegen Misshandlung anzeigen. Wenn Herr Ihnen das nicht... Ja? Herr Klappinger, müssen Sie das zu mir bedingt... Also später ja noch lernen dann. Ich hab so viel Sachen von Ihnen zum Lernen. Soll ich Ihnen das Pokémon-Lied beibringen, oder was? Später dann am besten, weil jetzt haben wir ja nicht so viel Zeit. Aber nachdem Sie auch mein Kunde sind, werden wir das Ganze noch lernen. Und Sie werden mit mir auch das italienische Hymne ja noch lernen, denn, Herr Klappringer. Komm, wir singen zusammen. Hallo, ich bin Dimitri, ich bin der DJ hier. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner von mir war. Ganz allein fang ich sie mir, ich kenne die Gefahr. Pokémon! Okay, es wird schlecht, sonst wird gefährlich wegen Copyright, verstehst du? Ja, das ist ja ganz schön, was Sie
gesungen haben. Ja, hier ist Dimitri. Wer bist du? Ja. Hallo? Hallo, hier ist Dimitri. Wer ist da? Wo ist der Klapringer? Klapringer, Klabautermann, der ist gerade an Tür, der ist in Pizzalieferung gekommen. Hallo? Ja, ja, hier bin ich. Bitte verbinden Sie mir mit dem Herrn Klapringer. Ne, hier ist Hody Mac Sackschweiß. Wen möchten Sie sprechen? Herr Klapringer. Boti? Klapringer, Klabautermann. Ein Moment. Hallo, hier ist Boti Mac Botfisch. Wer ist da bitte? Deine Mutter. Was? Was musst du sagen? Hallo? Wer ist da? Wer bin ich? Ja, wer bin ich denn? Weiß nicht, wer ist da? Hier ist Rakesh. Wer bist du? Ich bin Luisa. Wer bist du? Ich bin Rakesh. Wer ist da? Warum du anrufen? Hi, Rakesh. Hallo? Wo ist Klapringer? Der ist bei Tour. Der ist ein Pizza gekommen. Okay, verbinden Sie mir denn mit dem Herrn Klapringer. Ah ja. Warum ist er weggegangen? Wegen Pizza. Der ist ein Pizza bei Telefon gekommen. Okay, aber wo befinden Sie sich? Sind Sie bei der Arbeit? Ja, wir sind bei der Arbeit. Einen Moment. Sind Sie in ein Pizza-Restaurant oder was? Klabautermann? Hallo? Herr Klabautermann? Ja, da ist er wieder. Warum sind Sie denn? Nein, wir haben Kundschaft. Ah. Oh. Okay, dann verlieren wir keine Zeit, bitte, Herr Klapringer. Ja, also möchten Sie, was für eine Pizza möchten Sie denn haben? Nee, ich möchte, dass wir das Konto jetzt aktivieren, Herr Klapringer. Ja, ich gebe Ihnen da mal meinen Auszubildenden, ne? Nee, ich spreche jetzt mit Ihnen, Herr Klapringer. Hallo? Hallo? Hier ist Boti Mac, hier ist Boti Mac Boatfish. Ihre Bestellung bitte? Ja, ich möchte ein ganz großes Pizza. Ja, welche Pizza möchten Sie haben? Pizza Carbonara mit Schinken? Den größten. Den größten Pizza, 66 cm? Ja. Was möchten Sie drauf haben bei... Können Sie das 1 Meter machen? Nein, wir müssen 2 Pizza nehmen und zusammen machen mit Panzertape. Nee, 5 Pizzas, 1 Meter. 5 Stück? Nee, 5 Pizzas. 5 Pizza, 1 Meter. Was drauf machen? Ja. Was für Topping? Was empfehlen Sie mir? Und ich würde sagen, nimm du Käse und dann Buttermilch drauf machen, okay? Mhm, Kurkuma, aber etwas mehr. Brezel, Salami, Salat und Miesmuschel, weil das passt sehr okay. Gut zu dir. Okay, passt bei mir alles drin. Ja. Aber kann ich möchte die Bestellung mit Herrn Klapringer machen. Ja, aber der mir geben, weil ich bin Azubi, muss ich lernen, okay? Nee, ich will mit Klapringer sprechen, nicht mit dir. Ja, okay. Gib mir. Hallo, hier ist Dimitri Bagatov, Restaurantmanager von der Schnelle Pizza Ficker. Wer ist da? Hallo? Hallo. Hallo, Sie wollten mich sprechen. Hier ist Dimitri, ich bin Manager. Ja, Manager. Ich will mit Klapringer sprechen, nicht mit dir. Ah, Klapringer hat gerade Kunden. Soll ich kurz warten? Ja, nee, verbinde mich jetzt. Ich bin ein ganz wichtiger Kunde. Ah, okay, warte. Warte. Ja, wer ist da bitte? Hallo? Klapringer! Ja? Dein Engel, Mann! Oh, mein Engel! Ja, hallo! Warum bist du weg denn? Nee, wir haben Kunden. Hab dir doch mein Azubi gegeben, mein Schatz. Ja, ich verstehe, aber wir müssen zusammen sprechen dann, Klapringer! Was machst du? Nee, ich hab Kunden. Ja, aber sprich jetzt mit mir. Du warst vor dem PC. Geh mal vor dem PC, bitte. Zur Kasse? Vor dem PC, vor dem Computer. Ja, Klapringer. Ja, wird gemacht. Jetzt? Ja, jawohl. Okay. Haben Sie die Registrierungsformular ausgefüllt? Hallo? Klapringer. Hallo. Hallo, wer bist du denn? Hier ist die Stefanie. Wer ist denn da? Hi, Stefanie. What's up? Alles gut? Nein, ganz schlecht. Warum denn? Kannst du mir helfen? Ja, was wolltest du denn für eine Pizza haben? Haben die Jungs wieder Quatsch gemacht?
Ja. Oh, klasse. Was möchtest du denn haben für eine Pizza? Was empfehlen Sie mir? Ja, also wir haben die Camorra-Pizza. Oh mein Gott, das ist ja lecker, aber gefällt mir nicht. Oh, Anders. toll. Wie wär's mit Pilzen? Wir haben ganz viele Pilze heute. Manche sogar selber gezüchtet, die haben eine ganz tolle Wirkung. Oh mein Gott, wirklich? Ja. Ich bräuchte bitte einmal die Adresse vorher. Hallo? Hallo, junger Mann, sind Sie noch da? Hier bin ich. Hilf Ja, junger Mann, ich bräuchte bitte Ihre Adresse. Mann, Ja. bist du ein Frau oder ein Mann? Ich bin eine Frau. Du bist ein Frau, aber wie Ja. kannst du ein Mann denn? Was für eine Stimme hast Was meinst du denn? Keine Ahnung jetzt. Hallo. Ja. Hallo. Hey, hier ist Dimitri. Wie redest du mit meinem Kollegen, Blöd? Hallo Dimitri, Was das sind geht? nicht die Finger. Ich möchte mit dir nicht reden. Wie bist du so unfreundlich? Was los? Wird dich nicht bedienen? Ich bin ja schon, du bist ja unfreundlich. Verbinde mich mit Knappringer, jetzt. Gib mir jetzt Adresse für Bestellung, Blöd. Hey! Sutschka, gib mir Adresse für Bestellung. Wer ist da am Telefon, Freunde? Wer ist das? Haha, jetzt hat sie aufgelegt. Ey, was für Figuren, das ist wieder abenteuerlich heute.